Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute machen wir mal wieder ein Unboxing, Ersteindruck-Video zu einem Anime, den mir Freundschaft diesmal Universum Anime zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei der Pressestelle von Universum Anime, an die liebe Sophia und an die liebe Anne. Und ich werde auch heute das Gewinnspiel zu diesen zwei Schätzchen hier auflösen. Da hatten ja zwei von euch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Das werde ich am Ende machen, aber keine Sorge, falls ihr heute nicht gewinnt, ihr könnt auch heute wieder was bei mir gewinnen. Ja, heute packen wir Atom The Beginning aus, Volumen 1 bis 3, hat mir freundlicherweise Universum Anime gestellt. An dieser Stelle vielen lieben Dank nochmal dafür. Gibt es auf DVD und Blu-ray. In Japan ist der Anime am 15.04.2017 erschienen und bei uns in Deutschland am 26.10.2018 auf DVD und Blu-ray. Werde ich euch auch zu Amazon verlinken in der Videobeschreibung. Und euch auch natürlich weitere Infos zu diesem Anime und in der Videobeschreibung verlinken können. Ja, das Studio, welches diesen Anime produziert hat, waren, glaube ich, mehrere Studios. Ich habe jetzt gefunden, Studio Signal MD und Production IG. Bin gespannt, wie die beiden da zusammengearbeitet haben. Regisseure gab es wohl auch zwei. Da habe ich einmal Katsugi Motohiro gefunden und Tastuno Satoru. Hoffe, ich habe es so richtig ausgedrückt. Aber steht doch alles in der Videobeschreibung, falls euch das interessieren sollte. Und ja, guckt einfach mal rein und guckt euch den Trailer an und wir gucken uns jetzt das Unboxing an. Das ist der erste Part. Der zweite Part werde ich euch zu der ersten Episode was zu erzählen. Im dritten Part werde ich euch den Anime bewerten. Ja, fangen wir an mit Volumen 1. Das kommt in dieser Gestaltung. Ist ab 12 Jahren freigegeben. Hier haben wir die ersten vier Episoden. Die Geburt, Bewusstsein, jeder auf seinen Spuren. Wir kommen bei den Nirima-Unifest. Und die Laufzeit beträgt 92 Minuten. Bildformat ist 1,78,1 und 16 zu 9. Deutsch ist Dolby Digital 5.1 der Ton und Japanisch Dolby Digital 2.0 Untertitel Deutsch. Und wie gesagt, das Ganze kommt von Universum Anime. So sieht das erste Volumen aus. Kommt mit einem Wendecover, leider kein Booklet, was ich sehr schade finde. Dann haben wir hier das zweite Volumen. Auch ab 12 Jahren freigegeben. Hier haben wir dann die Episoden 5, 6, 7 und 8. Einmal die Spedition Morigi gibt Vollgas, Labor 7 wird platt gemacht. Episode 7 ist Ran und Prinzessinnen, Teru und 8 ist Robo-Wrestling. Hier haben wir dann eine Laufzeit wieder von 92 Minuten plus extra 5 Minuten hatten wir die hier eben auch. Ne. Also 5 Minuten extra, Bildformat ist in 1,7,1, Ton ist 16 zu 9. Bild ist 16 zu 9, Ton ist Dolby Digital 5.1 Japanisch, Dolby Digital 2.0 Untertitel Deutsch. Und ja, gucken wir mal, ob hier was dabei ist. Jetzt hört auch noch meine Stimme ein bisschen heiser, hört ihr das? Sieht aber schön aus vom Art Design. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Astro Boy. Spielt das in diesem Universum, wisst ihr das vielleicht? Weil, wenn ich das am Boxen drehe, ist das erst der erste Schnitt. Ich habe das noch nicht geguckt dann. Und dann haben sie mir auch Volumen 3 in der Limited Edition gestellt. Für Volumen 1 bis 3 steht hier inklusive Sammelschuber. Könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Und das Ganze hat dann hier nochmal so, ja, so ein Pappding mit den Daten drauf. Hier stehen dann nochmal die Episoden 19, 11 und 12 drauf. Die heißt 6 ist kampfunfähig, 10 ist das große Finale, 11 ein Dialog, 12 der Anfang von allem. Und hier haben wir eine Laufzeit von 92 Minuten, keine extra Laufzeit. Haben wir hier Bildformat ist 1,78,1, 16 zu 9 oder Ton Dolby Digital 5.1, Japanisch Dolby Digital 2.0, Untertitel Deutsch und Regionalcode 2. Holen wir das mal raus. Ein Lückenfiller, sieht ein bisschen aus, als ob hier irgendwas drin sein sollte. Dann hier Volumen 3. Falls ihr den Anime schon gesehen habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr den gefunden habt. Und ja, das bekommt man für sein Geld. Wie gesagt, Volumen 3 hat dann den Schuma dabei. Dann könnt ihr dann Volumen 1, Volumen 2 und Volumen 3 hier reinstecken. Alle drei Volumen haben Wendecover. Und so habt ihr dann die Serie in eurem Regal. Ich mache jetzt einen Schnitt, werde euch zur ersten Folge was erzählen. Und dann gehen wir zu Part 3 der Bewertung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertung erstmal freuen. Bis gleich. Kommen wir zu Part 2. Hier erzähle ich euch was zu der ersten Episode.
und werde auch ein paar Bilder einblenden, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Ist halt immer ein bisschen schwer für mich, aber ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Ja, der Anime beginnt damit, dass wir zwei Wissenschaftler sehen, die gerade was am Basteln sind. Wie man dann erfährt, ist es ein Antrieb. Ich glaube, der soll 1000 PS haben. Die zwei Wissenschaftler sind Umataru und Hiroshi. Umataru ist der mit den schwarzen Haaren, Hiroshi mit der dicken Nase. Das sind wohl sehr gute Freunde. Und dabei geht halt das Labor, sage ich jetzt mal, oder die Werkstatt in die Luft. Und das ist ein Antrieb für einen Androiden, der mit dem Namen A6 ist es, glaube ich, gewesen, ausgestattet werden soll, weil dieser Android soll der beste, selbstdenkende, gefühlentwickelte Android sein, den es auf der Welt gibt. Weil die Welt ist wohl vorher mal zerstört worden, ich glaube, die hieß Mecha City, und wurde dann durch Androiden wieder aufgebaut, und Androiden sind dann beliebt, nur sind es halt keine Menschen. Das sieht man dann auch im kurzen Abschnitt, wo die Schwester von Hiroshi gezeigt wird, ran, die erzählt dann halt, Androiden haben unsere Welt verbessert, aber es sind halt keine Menschen. Vielleicht finde ich da auch ein paar Bilder. Wieder zu den zwei Wissenschaftlern, denen ihre Entwicklungen kosten viel Geld, auch der Antrieb und auch das, dass der Roboter selbst denken soll, kostet viel Geld. Und dann merken sie, dass sie halt über ihr Budget gekommen sind, und die haben beide einen Nebenjob. Sie sind zwei Mitglieder in einer Parade, und dann sagt Hiroshi, ich gehe schon mal vor, zieh du dich an, und hier ist ein Brot, das kannst du auf dem Weg zur Parade essen. Ich gehe schon mal vor und mache alles bereit und folge mir dann. Ja, ja, mache ich. Und dann sagt Umataru, erstmal setzt sich auf die Couch, isst das Brot in Ruhe und sagt, ah, wie lecker das Brot ist. Und der arme Hiroshi rennt ja schon mal vor. Und auf dem Weg dahin rammt er einen anderen Wissenschaftler um, und zwar Moriya. Das ist wohl ein Wissenschaftler, den er sehr bewundert. Er sitzt im Rollstuhl leider, aber der ist ein starker Wissenschaftler anscheinend. Und sagt, soll ich ihn helfen? Nee, was macht man Rollstuhl schon? Und wer bist du denn? Und reden die kurz. Dann kommt auch noch die Schwester von Moriya, das ist mal Koto oder Motoko gewesen, und die steht irgendwie auf Hiroshi, und dann reden die kurz, aber er beachtet die nicht, weil er halt von Moriya, dem Wissenschaftler im Rollstuhl, sehr beeindruckt ist, und sie beachtet er irgendwie gar nicht. Auf jeden Fall geht er dann weiter zu der Parade, zieht sein Kostüm an und wartet halt auf Umataru, und er ist so ein König von so einer, ich weiß nicht mehr was, das war eine Kugel von irgendeinem Monster. Und Umataru hat halt den Präsidenten gespielt, das ist so eine Schildkröte, und er wartet und er wartet, und dann wird er angerampelt von einem Mann mit einer Käppi, der sieht sehr böse aus, ich glaube, der hat auch was gemacht, und er beachtet ihn dann nicht, geht dann weiter, dann geht er halt zur Parade, muss zur Parade, und dann sieht er auf einmal, oh, da ist ja Umataru schon in seinem Kostüm, warte auf mich, und ja, die Parade beginnt. Dann sieht man kurz eine Wissenschaftlerin, Dr. Lolo war es gewesen. Das ist die blonde, langhaarige Frau, vielleicht finde ich auch ein Bild. Die öffnet dann die Parade. Zwischendurch sieht man im Publikum auch weitere Charaktere, die später eine wichtige Rolle spielen. Wie dieser Junge mit dem braunen Haar, wie ist er nochmal? Shusaka, glaube ich, hieß der. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ja, die Parade beginnt, und dann bei einem großen Roboter, dieses Westling-Roboter-Parade, bricht Feuer aus. Alle denken so, das gehört zur Show, ist aber nicht. Und dann das Kostüm von Umataru springt von seinem Platz auf ein Haus, haut da voll in die Wand rein. So ein Wasserturm ist es, glaube ich, gewesen. Es spritzt auf den Roboter, der Feuer gefangen hat. Es wird gelöscht. Und dann geht er weg. Und dann sieht man, dass das gar nicht Umataru gewesen ist, sondern der Roboter A6, der sein eigenes Wissen und seine eigene Persönlichkeit entwickelt und selbstfühlend ist. Und ja, er löscht dann das Feuer. Und bei der Untersuchung des Feuers von den zwei Wissenschaftlern Umataru und Hiroshi sehen sie, dass das kein Zufall war, sondern dass da jemand manipuliert hat, dass eigentlich der große Roboter von dieser Parade in die Luft gehen sollte und die ganzen Menschen an der Parade töten sollte. Und hätte das A6 oder A6 der Roboter nicht verhindert, wären die alle gestorben. Und ja, so endet eigentlich fast die erste Folge schon. Also man denkt dann so, es ist so ein wissenschaftlicher Comedy-Anime, aber mit Sci-Fi-Abschnitten. Und so endet dann die erste Folge. Und ich fand das ganz unterhaltsam bis dahin. Es ist zwar nicht viel passiert. Ich kann euch aber sagen, in den weiteren Folgen kommt viel Action dazu, aber das werde ich gleich noch bei der Bewertung sagen. Ich hoffe, ihr konntet mir da noch folgen. Auf jeden Fall sehr interessant, die ersten Folgen. Und ich werde jetzt hier einen Schnitt machen und die Bewertung machen. Bis gleich!
Willkommen zurück, jetzt zum dritten Abschnitt. Hier werde ich den Anime bewerten in vier Kategorien: Animation, Synchro, Verpackung und Cover, sowie Story. Die Story werde ich aber nur zu der ersten Episode bewerten und nicht die komplette Serie, weil das wäre nicht fair. Und ich habe auch nur die erste DVD gesehen bis jetzt, deswegen fange ich jetzt erstmal mit Punkt 1, die Animation. Die Animation bekommt von mir 5 von 5 Sterne, weil die haben mir gut gefallen, der Zeichenstil hat mir gefallen. Bin da sehr zufrieden gewesen und ja, im ganzen Maßstab zufrieden, kann man nicht sagen, darum 5 von 5 Sterne. Punkt 2, die Synchronisation. Ja, bei Universum Anime typisch, immer hochklassig die Synchronisation und deswegen da bei mir auch 5 von 5 Sterne. Übrigens, der Hauptcharakter, beziehungsweise einer von den Hauptcharakter, Hiroshi, hat die Stimme von Ruffy aus One Piece. Falls es jemanden interessieren sollte, zumindest meine ich, dass es die gewesen ist, und ich bin mir auch sicher, dass es eigentlich die Synchro von One Piece war, beziehungsweise von Ruffy. Darum bei mir auch 5 von 5 Sterne bei der Synchronisation. Punkt 3, Verpackung und Cover. Die bekommt von mir 4 von 5 Sterne. Erstmal fand ich es cool, dass jede DVD ein Wendecover hatte und auch nicht diese billigen Amari-Hüllen, sondern diese durstigen, die ich hochwertiger finde. Ich finde, ja, ich weiß, ich habe jetzt immer wieder, es gibt auch schwarze hochwertige Hüllen, aber ich finde diese durstigen halb schicker. Und dann fand ich es halt cool, dass es bei Volumen 3 einen Schuba gab, weil ich das doch gerne immer in Schuba stelle und dass das auch für DVD gab. Der Schuba ist etwas dünner geraten, finde ich, deswegen gibt es bei mir einen halben Stern Abzug und es gibt einen halben Stern Abzug, da es kein Booklet bei diesen drei Volumen gibt. Ja, ich weiß auch hier, das entscheidet nicht immer der Publisher in Deutschland, sondern das gibt auch, oder es liegt an den Lizenzen in Japan, beziehungsweise vielleicht gab es in Japan kein Booklet. Aber ich finde es halt immer schade, dass sowas nicht produziert werden darf und kann. Manchmal wäre halt schöner gewesen. Aber ansonsten eine schöne Veröffentlichung von Universum Anime, deswegen hier von mir 4 von 5 Sterne. Und die Story bekommt von mir 4 von 5 Sterne, nur für die erste Episode, wie gesagt, weil da passiert ja nicht so viel. Man sieht halt die Wissenschaftler am Anfang, man sieht dann halt kurz die Schwester ran, man lernt noch zwei weitere Charaktere kennen auf dem Weg zu dieser Parade. In der Parade wird eine Explosion gemacht. Da passiert noch nicht viel, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich dachte erst, das wäre so ein Life-of-Life-Anime mit Wissenschaftlern, ist es aber nicht. Es ist eine Action-Comedy-Mesher-Wissenschaftler-Serie, kann man so sagen. Also es kommen nachher, wie soll man sagen, andere Androiden von anderen bösen Wissenschaftlern, die den R6 zerstören sollen zum Beispiel. Aber der R6 entwickelt ja Persönlichkeit, ja sogar Gefühle. Und da wird gekämpft, es kommen lustige Passagen in dem Anime, zumindest bei den ersten Folgen. Und mir hat das gut gefallen und ich werde mir den Anime komplett weiter ansehen. Also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr gerne Mecher Action-Comedy-Anime mögt und halt auch ein bisschen Wissenschaft. Also ist eine gute Serie bis jetzt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen 4 von 5 Sterne für die erste Episode, beziehungsweise dann haben es doch eigentlich schon ein bisschen, sagen wir, zu der ersten DVD bewertet. Also mir hat es gefallen, ich freue mich auf die zwei und anderen zwei Volumen. Und wenn ihr sowas mögt, guckt euch den Trailer an. Vielleicht hat euch auch das Video gefallen, kann ich euch empfehlen. Gibt es, wie gesagt, auf DVD und Blu-ray, werde ich euch auch nochmal am Ende einblenden. Jetzt werde ich euch aber erstmal die zwei Gewinner oder Gewinnerinnen einblenden für Fireworks. Die konntet ihr ja gewinnen und die blende ich euch jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit Fireworks. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein Video drehen. Würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn ihr mir die Links schickt. Die werde ich dann an Universum Anime weiterleiten. Und ja, die würden sich auch darüber freuen. Ist natürlich kein Muss, aber wenn ihr es macht, wäre natürlich schön. Alle, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Ihr habt heute die Möglichkeit, auch wieder was zu gewinnen. Und zwar das dritte Volumen in der Limited Edition auf DVD. Leider ist hier die Folie ein bisschen auf und auch hier oben ist ein Knick drin, wenn ihr das seht. Das ist wohl beim Transport passiert. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Und falls ihr das gewinnen möchtet, müsst ihr nur folgende Sachen machen. Gleich A, meine Frage beantworten. B, die Antwort an meine E-Mail schicken. Und C, euren YouTube-Namen plus eure Adresse mit echten Namen in diese E-Mail schreiben. Wenn ihr mir die E-Mail schreibt, bitte als Betreff Atom dabei zuschreiben, dass ich weiß, dass es um dieses Gewinnspiel geht. Und die Frage ist, wie heißt die Schwester von Hiroshi? Das ist der junge Mann mit der dicken Nase. Ich habe den Namen einmal eben erwähnt, glaube ich. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Diesen Namen gibt es öfters in Anime.
Diesen Namen gibt es in einem bekannten Detektiv-Anime mit dem Namen Detektiv Conan. Und er fängt mit R an, sollte nicht so schwer sein. Wie gesagt, die Antwort einfach eine E-Mail schreiben mit Betreff Atom und euren YouTube-Namen und echten Namen, dass ich dann demnächst den Gewinner einblenden kann. Leider kann nur diesmal einer oder eine gewinnen. Und wenn ihr Lust habt und gewonnen habt, könnt ihr mir gerne den Link schicken, dann werde ich dieses weiter an Universum Anime weiterleiten. Wie gesagt, das ist nie ein Muss, aber ich würde mich natürlich freuen, da ich auch dein Universum zeigen kann. Hier, der hat gewonnen oder die hat gewonnen. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, dass das Video auch Universum Anime gefallen hat. Ich werde auch wieder die DVD und Blu-rays einblenden, etc. Punkt, Punkt. Und bedanke mich an allen, die sich die Zeit genommen haben für das Video. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Euer Garatrons. Ciao.